Herzlich willkommen zu unserem Online-Seminar. Wie geht es unseren Handelspartnern? Auswirkungen der Corona-Pandemie. Mein Name ist Nina Labode. Ich bin bei El Puente in der Informations- und Öffentlichkeitsarbeit tätig und werde Sie heute durch das Online-Seminar führen. Bereits Anfang des Sommers haben wir darüber berichtet, wie es unseren Handelspartnern in Zeiten von Corona geht und mit welchen Herausforderungen sie umgehen müssen. Nun wollen wir uns die gleiche Frage noch einmal stellen. Wie geht es unseren Handelspartnern und wie wirkt sich die Corona-Pandemie derzeit auf ihre Arbeit und die Situation vor Ort aus? Anhand von Berichten unserer Partner wollen wir uns Antworten zu folgenden Fragen nähern. Was sind zentrale Herausforderungen bei unseren Partnern? Wie sieht die Situation bei einzelnen Handelspartnern und Produzentinnen aus? Welche Initiativen hat El Puente ergriffen? Und was können die Weltläden beitragen? Dabei geht es auch um Entwicklungen, die sich seit dem Frühjahr ergeben haben. Die zentralen Herausforderungen, die unsere Handelspartner uns vor allem während der ersten weltweiten Corona-Hochphase rückgemeldet haben, waren oder sind, keine Möglichkeit zu haben zu exportieren, keine Möglichkeit zu haben zu produzieren, keinen Zugang zu Rohstoffen und nur wenige oder stornierte Aufträge zu haben. Die Partner waren in unterschiedlicher Intensität davon betroffen, dass sie zum Beispiel bereits fertig produzierte Produkte nicht exportieren konnten. Das betraf auch unseren Handelspartner Sanahasta Kala in Nepal. Der Lockdown hat hier zunächst vom 24. März bis 21. Juli gedauert, also knapp 4 Monate. Die Grenzen waren sogar noch länger geschlossen. In dieser Zeit konnte keine Ware das Land verlassen. Mehrere Handelspartner, vor allem in Indien, mussten aufgrund der Lockdowns oder Ausgangssperren zumindest zeitweise ihre komplette Produktion einstellen. Manche Handelspartner, zum Beispiel Procrity in Bangladesch, bei denen Produzentinnen von zu Hause aus arbeiten konnten, konnten zumindest einen Teil der Fertigung aufrechterhalten. In welchem Umfang das allerdings möglich war, das war vor allem von 2 weiteren Faktoren abhängig. Davon, ob Rohstoffe zur Verfügung standen und ob es aktuelle Aufträge gab. Einige Partner berichteten, wie gesagt, dass Aufträge storniert wurden oder dass sie weniger Aufträge erhielten. Seit der ersten großen Phase des Lockdowns von März bis zum Sommer hat sich die Situation für verschiedene Handelspartner in verschiedenen Ländern sehr unterschiedlich entwickelt. Aus Indien berichtet uns regelmäßig unser Partner CRC. Die Organisation, von der wir eine neue Lederlinie im Angebot haben, hat ihren Sitz in der Nähe von Kolkata. Intro, das Gupta, berichtet, die meisten Städte sind im Lockdown und Flughäfen sind geschlossen. In Kalkutta haben wir 2 Tage in der Woche, an denen wir völlig abgeriegelt sind. Eine der größten Herausforderungen besteht darin, dass der öffentliche Nahverkehr vielleicht 10 oder 20% des Normalbetriebs funktioniert. Die meisten Menschen, auch unser Team und unsere Kunsthandwerkerinnen, haben es schwer, zur Arbeit zu kommen. Auch die Angst, sich mit dem Virus zu infizieren, verursacht viel Stress. Wir machen langsam Fortschritte bei der Entwicklung und dem Versand von Mustern. Aufgrund von Sperrungen und wechselnden Personalplänen und der Erkrankungen mehrerer Teammitglieder ist die Kommunikation eine große Herausforderung. Trotzdem tun wir inmitten dieses Chaos unser Bestes, um den Anfragen der Kundinnen nachzukommen. Covid-19 hat aber auch die Einführung unseres Katalogs Herbst-Winter/Feiertage 2021 verzögert. Dazu muss man natürlich wissen oder die Perspektive haben, dass der Einkauf sich jetzt so langsam schon mit dem Sortiment für nächstes Weihnachten, für das nächste Weihnachtsgeschäft beschäftigt. Zwischendurch haben wir von vielen Partnern keine regelmäßigen Informationen zur Corona-Situation bekommen, weil sie natürlich, sobald es wieder möglich war, komplett damit beschäftigt waren, die Bestellungen für das Weihnachtsgeschäft fertigzustellen. Noahs Ark berichtete uns davon, dass viele Überstunden von Kunsthandwerkerinnen und Mitarbeiterinnen geleistet wurden, um sicherzustellen, dass tatsächlich alles fertig wird. Gerade bei der Endverarbeitung und der Veredelung der Produkte in der Werkstatt von Noahs Ark, die wir hier rechts im Bild sehen,
standen sie vor großen Herausforderungen. Es konnten im Durchschnitt nur 2/3 der Belegschaft arbeiten und nur etwa 70-75% der normalen Arbeitstage im Monat. Noahs Ark hat umfassende Schutzmaßnahmen ergriffen, um einer Infektion im Team vorzubeugen. Dazu gehörten natürlich auch Schulungen und das hat sich bewährt. Im Betrieb gab es bislang keine Infektionen. In Moradabad, wo Noahs Ark seinen Sitz hat, ist der Lockdown seitens der Regierung aufgehoben worden, obwohl täglich neue Covid-19-Fälle gemeldet würden. Aus der Perspektive von Noahs Ark wurde diese Maßnahme ergriffen, weil die wirtschaftliche Situation der Stadt von der handwerklichen Produktion komplett abhängig ist. Noahs Ark hat es geschafft, niemanden zu entlassen und sogar einzelne Personen eingestellt, die ihren Job aufgrund von Corona verloren haben. Sie erhielten kleine Aufträge und profitierten von Vorfinanzierungen an die Produzentinnen. Wie auch hier ist die Erkrankung von Mitarbeiterinnen problematisch, vor allem wenn nicht klar ist, ob die erkrankte Person unter Covid-19 oder einer gewöhnlichen Grippe oder Fieber leidet. Nach dem Lockdown hätten sie mit mehreren Herausforderungen zu kämpfen gehabt, berichtet Noahs Ark. Container für die Verschiffung sind derzeit nicht verfügbar und wenn, dann zu einem sehr hohen Preis. Der Hintergrund: Die Importe aus China seien derzeit so niedrig wie nie zuvor. So kommen zu wenige Container ins Land und die Reedereien haben deshalb die Frachtkosten um bis zu 25% erhöht. Auch Luftfrachten sind kompliziert, denn Passagierflüge finden kaum statt. Daher sind per Kurier zu versendende Pakete, die zum Beispiel einzelne Muster beinhalten können, fast doppelt so teuer wie normal. Außerdem sind die Sauerstoffflaschen knapp. Diese benötigen die Produzentinnen für die Schweißarbeiten bei der Herstellung von Metallprodukten. Auch hier fallen oft die doppelten oder dreifachen Kosten an. All diese Punkte erschweren die Produktion für Noahs Ark. Andere Partner blieben nicht frei von Infektionen, wie zum Beispiel unser Handelspartner MKS. Hier musste der Betrieb für 2 Wochen komplett schließen. Nun konnten die Produkte fertiggestellt werden. Aber gerade bei diesem Partner wird besonders deutlich, wie schnell eine einzelne Corona-Infektion ganze Lieferketten lahmlegen kann. Denn nun ist die Person an Covid-19 erkrankt, die die Hangtags für unsere Produkte druckt, also die kleinen Anhänger, die Papieranhänger, die werden in der Regel bei unserem Partner vor Ort gedruckt und auch direkt dort den Produkten beigelegt. Dadurch verzögert sich die Lieferung nun noch einmal. Auch die Preise für wichtige Werkstoffe steigen in verschiedenen Regionen der Welt stark an. So haben wir die Nachricht von Asha Handicrafts und Tara aus Indien sowie von Intercrafts aus Peru erhalten, dass der Silberpreis massiv angestiegen ist. Asha berichtete von einem Preisanstieg von 50% in den letzten 4 Monaten. Punit von Tara erläutert dies noch genauer. Aufgrund der Coronavirus-Situation und des Lockdowns verkauften die meisten Silberlieferanten bis Juli kein Silber. Sie waren jetzt tatsächlich erstaunt, dass die Preise für Rohsilber bis dahin um ca. 60% gestiegen waren, obwohl in den letzten 4 Monaten kein Verkauf stattfand. Tara kaufte dann das Silber noch am selben Tag, denn die Lieferanten prognostizierten einen weiteren Preisanstieg. Ende September hatte der Preisanstieg dann fast 82,5% erreicht. Es sei nicht normal, dass die Silber-, aber auch Gold- und Treibstoffpreise in rasender Geschwindigkeit steigen würden. Unser Handelspartner Intercrafts aus Peru berichtet sogar von 100% Preisanstieg bei Silber. Susan Sahori, Geschäftsführerin von der Bethlehem Fair Trade Association aus Palästina, berichtet uns, dass der allgemeine Lockdown zwar aufgehoben sei, es aber eine regelmäßige Ausgangssperre von Donnerstag 20 Uhr bis Sonntag 6 Uhr gebe. In der Zeit dürfen nur bestimmte Geschäfte, wie zum Beispiel Apotheken, öffnen. BFTA beobachtet außerdem, dass Center, die sich um Menschen mit Behinderung kümmern und wichtige Fürsorge und Unterstützung für Förderung der körperlichen und emotionalen Bedürfnisse von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen leisten, nicht ausreichend Ressourcen hätten. Normalerweise würden in den Einrichtungen ebenfalls Produkte hergestellt.
Unter den gegebenen Umständen leiden sie besonders. BFTA wird hier aktiv und möchte die Zentren unterstützen. Hinzu kommt, dass die Fertigung von Olivenholzprodukten, wie sie für die Region typisch sind, darunter auch viele Krippen, seine Hauptsaison in der Winterzeit hat. Für die Produktion waren die Umstände damit gerade in der Hauptfertigungszeit sehr schwierig. Zudem blieben die Touristinnen aus, die normalerweise eine wichtige Kundinnengruppe für die Produzentinnen sind. Das ist auch der Hintergrund, warum wir von der Produzentinnengruppe Putri Duyung, die ihren Sitz auf Bali haben, erstmal keine Produkte mehr erhalten werden. Die Produzentinnen sind hier alle in ihre Dörfer zurückgekehrt. Nioman, der Leiter der Produzentinnengruppe, baut nun landwirtschaftliche Produkte an. Mosaikschalen, wie sie sonst dort produziert worden sind, werden hier erstmal nicht mehr hergestellt. Für Putri Duyung ist vor allem nämlich normalerweise der lokale Verkauf an Touristinnen entscheidend und der Produktexport macht nur einen kleinen Teil ihres Absatzmarktes aus. Deshalb lohnt es sich im Moment für sie nicht, weiterhin die Tonschalen mit dem Mosaik zu produzieren. In Nepal gab es einen erneuten kompletten Lockdown vom 20. August bis zum 10. September. Unsere Handelspartner versuchten, den Produzentinnen womöglich Rohstoffe zur Verfügung zu stellen, damit sie während des Lockdowns in Heimarbeit weiterarbeiten konnten. Dann lockerte die Regierung den Lockdown wieder. Trotzdem blieben die Häfen bis Mitte Oktober geschlossen und es bestehen nach wie vor Einschränkungen für Betriebe, die sie bei der Wiederaufnahme ihrer Arbeit beachten müssen. Satyendra von KTC zeigt sich nach der Aufhebung erleichtert. Es ist gut, dass der Lockdown gelockert wurde, denn es gibt viele Menschen, die vom Tageseinkommen abhängig sind und denen es extrem schwerfällt, über die Runden zu kommen, sagt er. Gleichzeitig stellt er fest, wir werden lernen müssen, damit zu leben und Vorsichtsmaßnahmen zu treffen, da es so aussieht, als ob Covid-19 bleiben wird, bis ein Impfstoff gefunden ist. Die Situation bei den Kunsthandwerkspartnerinnen ist deshalb besonders brisant, weil bei einem Lockdown die Werkstätten komplett geschlossen werden. Damit wird den Produzentinnen auf einen Schlag die komplette Arbeit unmöglich gemacht. Wohingegen zum Beispiel eine Pflege der Felder bei den Agrarprodukten in der Regel immer noch möglich ist, auch wenn es mitunter erschwert wird durch fehlenden öffentlichen Transport und es gibt teilweise auch Regeln zur Bewegungseinschränkung für ältere Personen. Meist wird hier auch eine Form von Subsistenzwirtschaft betrieben, die zusätzlich einen Teil der Grundversorgung der Familien absichern kann, was sicherlich in einem städtischen Raum und auch in der Kunsthandwerksproduktion schwieriger ist. Gleichzeitig können auch Produkte für den lokalen Markt produziert werden. Gleichzeitig ist es auch oftmals schwerer, sie dorthin zu bringen und zu verkaufen, eben aufgrund der beschränkten Transportmöglichkeiten. Letzte Informationen von verschiedenen Partnern aus dem landwirtschaftlichen Bereich, die wir erhalten haben, sind unter anderem folgende. Die Herausforderungen zum Beispiel für unseren Handelspartner Comprifol in Honduras, der Kaffee anbaut und verarbeitet, liegen vor allem beim fehlenden öffentlichen Transport, Transport der Produkte und die Steigerung der Kosten für Grundnahrungsmittel. Die Kooperative Comprifol hatten die Lockdowns in einem kritischen Moment getroffen, denn nach vielen Jahren konnten sie dieses Jahr mit den Prämiengeldern aus dem fairen Handel eine eigene Trockenverarbeitungslage kaufen. Die Maschinen müssen allerdings aus Brasilien importiert werden und hätten schon im März geliefert werden sollen. Durch die aktuelle Situation ist es einfach völlig offen, wann die Maschinen kommen werden und welche Alternativen es zur Verarbeitung des Kaffees gibt. Bei unserem Kaffeepartner Lavos in Guatemala am Atitlansee musste die Kooperative bereits Anfang März ihre beiden Cafés schließen, da es weder einheimische noch internationale BesucherInnen mehr gab. Auch die Coffee Tours, Führungen durch die Kaffeeverarbeitungsanlagen, die zum Einkommen der Kooperative beitrugen, können nun nicht mehr stattfinden. Unser Kaffeepartner Oku in Kamerun, hier VertreterInnen auf dem mittleren Bild, war kürzlich nochmal von einem dreiwöchigen Lockdown betroffen und die Kaffeebäuerinnen hatten große Probleme, den Kaffee aus dem Hochland nach Douala zum Hafen zu bringen. Frühere Lockdowns, auch die Schulen betrafen
und außerdem Abstand bei der Ernte und bei der Verarbeitung des Kaffees vorschrieben, erschwerten die Produktion. Auch fehlten der Kooperative ausreichend finanzielle Ressourcen, um die kooperativen Mitglieder mit Schutzmaßnahmen auszustatten. Die Kooperative profitierte wie viele andere von einer Spende aus dem El Puente Entwicklungsfonds, um das möglich zu machen. Unser Kaffeepartner KCU aus Tansania betonte noch andere Auswirkungen der Lockdowns, wie dass Versammlungen von kooperativen Mitgliedern nicht stattfinden konnten. Auch wurde uns berichtet, dass die Unterstützung der Bäuerinnen durch technische BeraterInnen erschwert wäre. Aus den Teegärten in Ruanda berichteten uns Vertreterinnen, dass Familienmitglieder der Teebäuerinnen zum Teil ihre Jobs verloren hatten. Das ist problematisch, denn Tee ist hier nicht die einzige Quelle für den Lebensunterhalt. Deshalb stellten sie ebenfalls einen Antrag bei El Puente für Unterstützung zur Befriedigung der Grundbedürfnisse der Produzentinnen. Kinder konnten zeitweise auch nicht in die Schule gehen, was bedeutet hat, dass sie zu Hause betreut werden mussten und dass eventuell auch ein Schulessen weggefallen ist. Für uns geht es in dieser Zeit darum, solidarische Zeichen zu setzen und zu versuchen, unseren Handelspartnern weiterhin einen möglichst guten und kontinuierlichen Absatzmarkt zu bieten. In der Handelsbeziehung mit unseren Partnern war es uns sehr wichtig, dass unsere Bestellungen für die Herbst-Wintersaison wie geplant ausgelöst wurden, und zwar ganz ohne Kürzungen. Uns ist es auch wichtig, dass wir über die Situation der Handelspartner informieren, und an diese Information angelehnt haben wir überlegt, wie wir unsere Handelspartner am besten unterstützen können. Denn auch wenn die aktuellen Bestellungen ausgelöst sind, müssen wir trotzdem schauen, wie es im kommenden Frühjahr aussieht. Denn in Corona-Zeiten nicht verkaufte Ware birgt einfach das Risiko, dass im kommenden Jahr Produkte nicht wie geplant nachbestellt werden können. Im Lager vorhandene Produkte müssten dann erst abverkauft werden, bevor wieder Platz für neue Produkte ist. Das würde auch weniger Umsatz für die Produzentinnen bedeuten. Deshalb ist für uns im Moment ein kontinuierlicher Verkauf der fair gehandelten Produkte entscheidend. Um dieses Ziel zu erreichen und dieses Ziel auch gemeinsam mit den Weltläden zu erreichen, ermöglichen wir ihnen im Rahmen unseres Click und Collect Programms vom zunehmenden Onlinehandel zu profitieren und so neue Kundinnen in die Weltläden zu holen. Produkte können so bei El Puente Online bestellt werden und sie können dann im Weltladen abgeholt werden. Die Weltläden erhalten dafür eine Provision in Höhe der gewohnten Marge. Und für die Kundinnen ist der Versand in dem Fall kostenfrei. Bei einer direkten Bestellung im El Puente Online-Shop besteht gerade für Endkundinnen ebenfalls die Möglichkeit, über den El Puente Entwicklungsfonds den Mehrwertsteuervorteil an die Handelspartner weiterzugeben. So wie es über die Aktion Fairwertsteuer des Weltladendachverbands und der Verhandelsberatung auch für die Weltläden möglich ist. Hier hat sich der El Puente Entwicklungsfonds bereit erklärt, die Verwaltung der Gelder und die Überweisung an die Handelspartner zu übernehmen. Zuvor hatte El Puente bereits in einem ersten Hilfsprogramm des Entwicklungsfonds mehr als 50 Anträge zu je 1.000 Euro für Grundbedürfnisse der Handelspartner und Produzentinnen bewilligt. Darüber hinaus beteiligten wir uns an der Lobbyarbeit für Unterstützungsprogramme für unsere Handelspartner. Wie ist die Lage an unserem Standort in Nordstemmen? In Nordstemmen arbeiten wir nach wie vor unter hygienischen Vorkehrungsmaßnahmen und halten vorgeschriebene Regelungen ein. Wir können im Homeoffice arbeiten und eine Einteilung in verschiedene Gruppen mit verschiedenen Pausenzeiten reguliert den Kontakt zwischen den Gruppen. So verfolgen wir das Ziel, auch im Fall einer Infektion oder Quarantäne arbeitsfähig zu bleiben. Kurzarbeit wurde bislang nicht in Anspruch genommen und wir sind mit einer sehr guten Auslastung in das Weihnachtsgeschäft gestartet, was uns natürlich sehr freut. Das Unternehmen bemüht sich um eine bestmögliche Unterstützung der Mitarbeiterinnen. In dieser Ausnahmesituation werden zudem persönliche Beratungen und Coachings bei einer externen Beratungsstelle vom Arbeitgeber angeboten und die Kosten dafür auch übernommen. Was können wir also gemeinsam tun, um diese Pandemie gut zu überstehen? Als Verbraucherinnen können wir natürlich weiterhin über den fairen Handel informieren und Infos weitergeben. Außerdem ganz klar gezielt fair gehandelte Produkte kaufen. Als Weltladen können wir weiterhin ebenfalls über den fairen Handel informieren und mit kreativen Mitteln den Verkauf fair gehandelter Produkte in den Weltläden aufrechterhalten und stärken.
Angesichts der aktuellen Zeit können wir zudem unsere Reichweite über unsere Webseiten und sozialen Medien überdenken. Dinge ausprobieren, um damit noch mehr Menschen mit den Anliegen des fairen Handels zu erreichen. Dazu gehört zum Beispiel auch, an Click und Collect teilzunehmen, sich das Konzept mal anzuschauen. Da gibt es ebenfalls viele Informationen auf unserer Homepage zu. Und wir haben außerdem, das ist noch mein letzter Online-Seminar-Tipp für euch, wir haben unsere Online-Seminare auf unserer Homepage veröffentlicht und hier findet ihr auch mehrere Beiträge zum Thema Social Media oder ganz konkret zu Instagram, wo man einfach mal schauen kann, okay, wie gehe ich als Weltladen mit so einem Social-Media-Kanal um? Was bietet sich für mich an? Welche anderen Kanäle sind vielleicht empfehlenswert oder auch nicht? In diesem Sinne möchte ich mich ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit bedanken und verabschiede mich. Bei Fragen wendet euch sehr gerne an info@el-puente.de und wir werden sie zeitnah beantworten. Vielen Dank.